So, meine Lieben, die neuen Zahlen zur Fitnessbranche sind draußen. Wir alle wissen ja, dass wir hart getroffen wurden durch Corona, aber jetzt ist es offiziell und wir können uns anschauen, wie hart die Fitnessbranche getroffen wurde durch die Corona-Krise. Und genau das werden wir uns in diesem Video ansehen. Wir schauen uns an, ob die Branche noch eine Zukunft hat und wir schauen uns an, wie schlimm das Ganze jetzt aktuell wirklich aussieht. Und ich habe noch zwei weitere Themen hier für euch mitgebracht, und zwar einmal eben das Thema McFit und das Thema Peloton. Aber das sehen wir uns dann am Ende des Videos mal genauer an. Und wir besprechen jetzt hier mal ein paar Zahlen, die jetzt eben veröffentlicht wurden von der Fitnessbranche. Und wenn wir uns jetzt das Ganze mal hier mal anschauen, was die Mitglieder betrifft, ja, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Ja. Die Stichtage sind immer der 31.12. in diesem Jahr. Ja. Und 2019, ja, da war noch die rosige Zeit, da war noch alles gut. Da hatten wir 11,66 Millionen Mitglieder in deutschen Fitnessstudios. Ja. Und 2020 war es natürlich dann schon mal einiges weniger. Da hatten wir nur noch 10,31 Mitglieder und jetzt sind wir bei auf 9,26 Millionen Mitglieder runtergefallen. Das entspricht einem Rückgang von 21%, wenn man von 2019 ausgeht. Ja, also echt eine richtig große Menge Mitglieder, die wir verloren haben. Beziehungsweise, was hier recht interessant ist, was man auch nicht auf den ersten Blick sieht, aber deswegen habe ich es ja für euch analysiert, ja, ist, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass so viele Leute mit dem Training aufgehört haben. Ja, haben zwar schon welche aufgehört, aber wenn man sich es hier zum Beispiel mal anschaut, ja, das hier ist die Fluktuationsrate. Das bedeutet, wie viele Mitglieder kündigen, also wie viele Mitglieder von den Bestandsmitgliedern kündigen. Ja? Und das waren 2019 22%. Hier war es natürlich ein bisschen höher in 2020 bei 28%. Und hier war es eigentlich fast gleich wie in 2020. Das bedeutet, wir haben ja sowieso eine Fluktuation. Es kündigen ja sowieso Mitglieder in Fitnessstudios. Ja? Also das ist eigentlich ganz normal. Hier ist das ein bisschen erhöht. Aber was das Problem hauptsächlich war, auch gerade hier in 2021, ist, dass diese starken Monate, Januar, Februar, März, wo fast ein Drittel der ganzen Jahresmitgliedschaften geschrieben wird, ja, dass wir die nicht mitnehmen konnten. Und das Problem war eben, was dieses Wachstum oder diesen Rückgang jetzt ausgemacht hat, nicht, dass es so krass viele aufgehört haben, sondern dass einfach keine nachgekommen sind. Das ist das Hauptproblem. Und damit hat die Fitnessbranche jetzt einfach echt zu kämpfen. Und deswegen kommt hier auch dieser hohe Mitgliederverlust von 21% zustande. Ja, also das schon mal als erste Erkenntnis für euch, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass alle komplett aufhören mit Fitness. Ja. Schauen wir uns weitere Zahlen an. Wie sieht es denn aus mit Studioschließungen? Haben viele Studios schließen müssen. Es waren 100, also wir generell haben wir 1492 Studios gehabt. Ja. 104 davon wurden geschlossen und 58 wurden neu eröffnet. Das ist ein Rückgang von 46 Studios. Auf diese große Zahl hier gesehen, eigentlich nicht relativ viel. Und das kann natürlich auch daran liegen, dass die staatlichen Hilfen einfach auch was gebracht haben. Ja. Aber das ist auch recht interessant. So, dann wird es natürlich für uns Fitnesstrainer hier besonders interessant, wenn wir uns den Arbeitsmarkt mal genauer ansehen. Ja, in 2019 hatten wir noch über 200.000 Arbeitsplätze in der deutschen Fitnessbranche. Ja, und dann hier natürlich der starke Rückgang zu 2022. Ja, haben wir ungefähr 30.000, 40.000 verloren, ja, und dann hier zum 2021 nochmal mehr, insgesamt 63.500 Arbeitsplätze von 2019 auf 2020 verloren, 29%, ja, also ein starker Rückgang, der ja hier zu verzeichnen ist. Es ist vielleicht für dich jetzt erschreckend, aber das liegt hauptsächlich daran, dass eben Honorarkräfte, 450-Euro-Kräfte davon betroffen waren, also zum Beispiel auch Kurstrainer und sowas, ja, die kann man natürlich viel schneller, ja, einfach rauskicken, wenn man es mal so hart sagen will, weil natürlich die anderen fest Angestellten sind in einem Arbeitsverhältnis drin, auch Azubis sind in einem Arbeitsverhältnis drin, und das bedeutet, es betrifft eher die Honorarkräfte und die 450-Euro-Kräfte als jetzt wirklich die festangestellten Mitarbeiter in der deutschen Fitnessbranche. Ja? Aber natürlich auch hier ein starker Rückgang zu verzeichnen, was die Arbeitskräfte betrifft. So, dann nächstes Thema ist das Thema Umsatz. Ja? Umsatz 2019 5,5 Milliarden Euro, ja, 2020 4,1. 2021 2,23 Milliarden Euro. Wenn man sich das anschaut, hier über die Hälfte an Umsatz ist verloren gegangen im Jahr 2021. Und man kann echt schon sagen, fast zum Glück, dass es diese staatlichen Hilfen gab, weil wenn man die staatlichen Hilfen mit in den Umsatz einrechnet, dann kommen wir hier bei 3,6 Milliarden raus. Ja, das heißt, wir haben von 2020 auf 21 nicht wirklich einen Rückgang von 46%, sondern nur von 13%. Also ich glaube echt, dass diese staatlichen Hilfen was gebracht haben und auch viele vor dem Aus gerettet haben. Aber auch das ist natürlich ein harter Umsatzeinbruch für die Fitnessbranche, und hier wurde natürlich viel weniger verdient als in 2019 noch. Ja. So, und jetzt waren hier relativ viele negative Sachen, ja. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Zukunft denn mit sich bringen kann in der Fitnessbranche. Und zwar wurden dazu auch eben die Studiobetreiber und die Leute aus der Fitnessbranche befragt, ja.
Und in 2020 war es so, dass 33% der Personen gesagt haben, dass sich die wirtschaftliche Situation in den nächsten 12 Monaten verbessern wird. Ja, das heißt, in 2020 war die Stimmung noch deutlich schlechter. Ende 2021 haben das schon 62% gesagt. Also 62% der Studiobetreiber glauben, dass eben 2022 jetzt besser wird. Und wenn man das Ganze zusammenfasst, ja, was das Ziel ist oder wovon die Studiobetreiber ausgehen, das hängt auch ein bisschen davon ab, ob es ein Mikrostudio ist, ob es ein Kettenbetrieb ist oder ein Einzelstudio. Ja, die Mikrobetriebe gehen schon davon aus, dass sie das noch in diesem Jahr aufholen werden. Ja, und die anderen, sie sagen eben eher so in Q1, Q2, also erstens Quartal, zweites Quartal 2023, haben wir tatsächlich wieder das Vorkrisenniveau erreicht von 2019, ja, was die Mitglieder, was den Umsatz betrifft. Ja, und auch noch eine gute Zahl, hier 80% der Kettenbetriebe wollen weiter expandieren. Ja, das heißt, das ist auch wieder ein Anzeichen dafür, dass eben trotzdem noch Geld steckt in der Fitnessbranche und dass jetzt nicht jeder aufhört, da rauszugehen, sondern dass trotzdem noch alle weiter investieren wollen, alle großen Investoren, und das ist schon mal ein positives Zeichen. Ja. Und was können wir jetzt eben deuten aus diesen Zahlen hier? Ja, wenn wir uns hier mal das anschauen, dass wir in Q1, Q2 2023 das Ganze wieder erreicht haben wollen, ja, und zum Beispiel hier wieder die Mitglieder haben, wie es in 2019 war, ja, dann muss dann natürlich, also das ist natürlich mega gut, ja, weil dann holen wir das Ganze auf, und dafür brauchst du natürlich auch wieder neue Arbeitskräfte, ja, neue Honorarkräfte, neue 450-Euro-Kräfte. Das bedeutet, wir haben natürlich hier einen starken Rückgang zu verzeichnen, beim Arbeitsmarkt, ja, wenn du Fitnesstrainer werden willst, aber wenn dir dieser starke Rückgang war, ja, dann gibt es ja auch wieder neue Stellen, die jetzt entstehen, wenn wir doch wieder so schnell wachsen können, beziehungsweise wenn wir das Ganze wieder so schnell aufholen können. Das bedeutet, ich sehe das so, dass es eine gute Zeit, ein guter Zeitpunkt ist, ja, um in die Fitnessbranche einzusteigen, einfach weil so eine Art, ja, Umschwung ist jetzt. Ja. Viele haben vielleicht aufgehört, viele machen vielleicht was anderes. Und dadurch findet einfach so eine Art Wechsel statt. Und diesen Wechsel kannst du dir eben zunutze machen, wenn es jetzt in 2022 und 2023 wieder bergauf geht. Und wenn wir das alles aufholen werden, was wir in den letzten 2 Jahren verpasst haben. Ja. Also das soweit dazu. Also kann man zusammenfassend sagen, dass es aktuell der Branche noch nicht so wirklich gut geht, ja, dass natürlich uns Corona hart getroffen hat, aber dass wir eben deutliches Nachholpotenzial haben und dass es wieder deutlich bergauf gehen wird, das ist meine Meinung dazu im Jahr 2022 und 2023. Und es war für mich auch nicht überraschend, diese Zahlen hier. Ja, es war ja komplett klar, dass 2021 nicht gut wird, wenn die Hälfte der Zeit die Studios zu sind. Ja, das habe ich auch schon im letzten Video gesagt, wo ich über dieses Thema gesprochen habe, aber jetzt geht es halt eben bergauf und jetzt ist genau die Zeit, wo man wieder Gas geben kann und wo man sich, wie gesagt, diesen Wechsel zunutze macht. Und was ich auch noch mal mit dazu sage, und ich sage es auch immer und immer und immer wieder, ja, das habe ich auch in den letzten Videos schon immer gesagt, wenn es um dieses Thema ging, die Leute haben trotzdem die gleichen Probleme. Es geht nicht um irgendwelche Zahlen oder sowas, sondern es geht um die Probleme der Leute. Die Leute sind trotzdem übergewichtig, sie haben trotzdem Rückenschmerzen, sie fühlen sich trotzdem nicht wohl in ihrem Körper, und das ist ein realer Bedarf, und dieser reale Bedarf wird halt einfach von den Fitnessstudios sehr gut gedeckt werden, von uns Fitnesstrainern sehr gut gedeckt, und dieser Bedarf ist nicht auf einmal weg, und dieser Bedarf wird auch in den nächsten Jahren noch immer größer, wenn man sich das Thema Gesundheit anschaut, und deswegen bin ich der Meinung, dass trotzdem noch die Fitnessbranche auf jeden Fall ein Wachstumsmarkt ist. Und das führt uns auch gleich zum nächsten Thema, und zwar zum Thema McFit und wie sich das alles jetzt ein bisschen verändert aktuell. Ja. Und zwar hat nämlich McFit eine Preiserhöhung gemacht. Warum ist das jetzt hier erwähnenswert? Nun gut, ich finde einfach, dass McFit so ein Vorreiter der Fitnessbranche ist, ja, und dass natürlich McFit, ja, einfach vieles vorgibt. Ja. Discount haben die mehr oder weniger erfunden und ist natürlich eigentlich die größte Kette in Deutschland, was die Mitgliederzahl betrifft. Und jetzt erhöhen sie halt einfach mal so ihre Preise. Sie geben das gerade als Grund die Corona-Krise und die wirtschaftliche Situation. Und sie machen das wie folgt, ja, sie erhöhen sogar um 25%, nicht nur bei den Neumitgliedern, sondern auch bei den Bestandsmitgliedern. Ja, gehen die von 20 Euro auf 24,90 hoch. Ja. Grundsätzlich kostet dann hier 24,90 bei 12 Monaten und wenn man monatlich kündigen will, sogar 34,90. Ja, das ist ja eigentlich nicht so der typische McFit-Preis, 34,90. Ja. Und die Vorteile für die Mitglieder, auch für die Bestandsmitglieder, sind dann, dass sie zum Beispiel am Wochenende Bring a Friend, also am Wochenende hier einen Freund mitbringen können, und dass sie auch in anderen Studios teilweise trainieren dürfen, wie zum Beispiel im John Reed oder zum Beispiel auch im Gold's Gym, aber das auch nur bei bestimmten Kategorien, muss man sich nochmal genauer anschauen. Ja. Aber das finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Sache und ja, das ist natürlich die Frage, okay, wie findet ihr das? Ja, ich sehe es so, dass es generell gut ist, wenn wir wegkommen von diesen 10, 15 Euro Mitgliedschaften pro Monat und dass wir davon wegkommen, dass Fitness nur günstig sein muss, und da eben McFit so ein Vorreiter ist, sehe ich das eben als positives Zeichen. Was ich natürlich nicht so cool finde, ist, wenn jetzt eben Leute im Lockdown die ganze Zeit bezahlt haben, um McFit weiter zu unterstützen, und das ist jetzt die Quittung dafür.
Marke. Das ist natürlich nicht so cool, hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können. Aber generell finde ich es positiv, wenn man etwas mehr für Fitnesstraining bezahlen muss und wenn Fitnesstraining einfach ein höheres Ansehen bekommt, auch in der Gesamtbevölkerung. Und McFit hat dann einfach einen Einfluss auch auf die Gesamtbevölkerung. Und deswegen sehe ich das generell positiv. Übrigens, ja, bei FitX gab es nicht so krasse News, deswegen auch, ja, bin ich der Meinung, dass McFit eher der Vorreiter ist. Aber FitX hat zum Beispiel auch die Preise erhöht am 1.11.21 von 20 auf 24 Euro. Ja, die haben ja komplett angefangen mit 15 Euro pro Monat, sind dann auf 20 hoch und jetzt auf 24 hoch. Und das ist auch schon wieder ein Anzeichen, dass halt, ja, sie auch hier sich ein bisschen verrechnet haben vielleicht und dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, beziehungsweise die Corona-Krise sie auch natürlich getroffen hat und sie jetzt schauen müssen, okay, dass sie mit den Studios, mit den FitX-Studios auch in grüne Zahlen kommen und deswegen das Ganze einfach dann mehr kosten wird. Ja. Das soweit noch dazu. Und jetzt als letztes habe ich noch eine interessante Sache zum Thema Peloton. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, was Peloton ist, das ist ein Hersteller von Fitnessbikes aus den USA. Die produzieren zum Beispiel auch Laufbänder mittlerweile und da hast du halt einfach so eine Art Display, ja, nimmst du an digitalen Kursen teil und es wurde so hochgepriesen als der Corona-Gewinner und alle werden jetzt zu Peloton gehen oder das ganze Training wird nicht mehr in den Fitnessstudios stattfinden, sondern nur noch online und nur noch zu Hause und das war ja damals der Trend so davon, ja. Und jetzt schauen wir uns mal an, wenn jetzt so die Corona-Krise eigentlich fast vorbei ist, ja, wie sieht es denn da jetzt aus in Peloton? Ja, natürlich haben die hier sehr stark profitiert von der Corona-Krise, ja, aber wenn man sich jetzt wieder den Aktienkurs anschaut, ja, dann sieht es doch gar nicht mehr so rosig aus, ja, wenn wir jetzt hier schauen, okay, das war jetzt, glaube ich, hier irgendwie Vorkrisenniveau, ja, hier ungefähr war das irgendwie Anfang 2020 oder sowas, ja, und jetzt war es natürlich ein krasser Boost und jetzt ist es fast wieder auf dem Ausgangsniveau, wie sie in die Corona-Krise gestartet sind. Das bedeutet, das ist ein ganz, ganz, ganz klarer Hinweis darauf, dass eben es doch nicht so ist, dass alle Fitnessstudios pleite gehen werden und dass jetzt alles nur noch online stattfinden wird und dass keiner mehr in die Fitnessstudios geht, sondern die Leute trotzdem ins Fitnessstudio gehen, dass die Fitnessbranche weiterhin wachsen wird, meiner Meinung nach. Und das ist, finde ich, auch ein positives Anzeichen. Und sie begründen übrigens auch diesen Rückgang hier der ganzen Zahlen und so an der sinkenden Nachfrage. Ja, also die Nachfrage ist einfach nicht mehr so groß nach diesen Bikes wie jetzt noch in der Corona-Krise, was eigentlich auch komplett klar ist. Ja, das war es soweit zu diesem Thema. Mich würde mal deine Meinung interessieren. Meinst du, die Fitnessbranche geht unter oder meinst du, in den nächsten Jahren wächst sie noch weiter, so wie es bis vor 2019 der Fall war? Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Wenn du noch Fitnesstrainer werden möchtest, ja, dann sichert dir auf jeden Fall noch unsere Aktion. Ja. Wir haben jetzt die letzte Rabattaktion vor der Preiserhöhung. Dort kannst du dir die Ausbildung noch mal ein bisschen günstiger sichern und danach wird es auf jeden Fall teurer werden. Und damit verabschiede ich mich von diesem heutigen Video. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Dein Tim Finalzig. Ciao.